Servus, hier ist der Frankie von der Drachengrube. Wie versprochen kommt jetzt einfach mal unser erstes Produktvideo. Und wir haben gesagt, wir fangen jetzt erstmal damit an, was ist ein Stunt-Scooter überhaupt? Weil momentan ist ja der Hype so enorm und die Kids wollen alle einen Stunt-Scooter und keinen City-Scooter. Das heißt, der Scooter ist nicht höhenverstellbar, der Scooter ist nicht klappbar. Und genau deshalb ist er auch zum Springen geeignet. Es ist einfach so, dass wir empfehlen unbedingt, wenn die Kids einen Stuntscooter wollen und dann vor allem auch den auch auf der Straße nutzen wollen, dann brauchen die einen wirklich guten, hochwertigen Stuntscooter, keinen zu billigen Stuntscooter. Aus einem ganz einfachen Grund, ich habe hier mal Farbe jetzt mal unabhängig, einen Stuntscooter für 80 Euro. Und mit dem hat man einfach keine Freude. Warum hat man keine Freude mit so einem Stuntscooter? Der Stuntscooter ist viel zu laut, scheppert, kleppert. Da höre ich die Jungs schon zwei Straßen weiter, obwohl ich sie noch nicht sehe. Dann haben günstige Stuntscooter, haben ja eh kleinere Rollen, haben die 10 cm große Rollen. Aus Plastik, Plastikfelgen. Wir wollen nachher mindestens 11 oder 12 cm rollen, komme ich noch drauf zu. Und natürlich wollen wir eine Alufelge und keine Plastikfelge. Dann gibt es die sogenannte Gabel, Fork. Ja, das ist hier eigentlich ein dünnes Blech. Und wir wollen eine schöne dicke Gabel, denn umso dicker die Gabel ist, umso weicher lande ich, umso ruhiger rolle ich und umso weniger Schläge kriege ich ab. Dann gibt es das sogenannte Herzstück eines Stunt-Scooters. Es kommen hier ein Haufen Begriffe. Und zwar ist das das Headset. Das ist oben und unten im Deck. Das ist ein Kugellager. Das ist für die Drehfreudigkeit zuständig. Wir schauen mal, ob ihr das im Video hört. Ich drehe den jetzt mal. Und ihr hört jetzt klar ein Schleifen. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, das ist nicht schlimm, wenn mein Stunt-Scooter schleift. Das Problem ist aber einfach, das Headset, das Kugellager ist nicht integriert, das ist eingelegt mit Wackelerei, mit Spiel. Und umso unebener ich fahre, umso mehr Erschütterungen der Stuntscooter abkriegt, umso schneller wird der locker und laut und klepprig. Dann geht es gleich weiter. Viel Info also heute. Das ist die sogenannte Compression-Technik. Wie hält der Scooter zusammen? Der Scooter hält hier zusammen mit diesen zwei Achtkantschrauben. Jetzt ist das ein Gewinde. Was passiert mit einer Schraube bei Erschütterung, also gerade dann, wenn die Kinder viel auf der Straße fahren, Erschütterung haben, dann gehen die Achtkantschrauben dauernd locker. Das Nachziehen ist ein ziemliches Heckmeck, ein ziemlicher Stress. Ihr braucht einen 34er und 36er Schlüssel, müsst es anziehen. Ist es zu fest, dann dreht es sich nicht mehr. Ist es zu locker, dann wackelt es. Und es macht einfach keinen Spaß. Ne? Compression-Technik-Headset, also mega, mega wichtig. Und klar, dann ist das hier absolutes Leichtaluminium. Und da gibt es einfach mehr High-End. So, und jetzt wollte ich euch einfach mal kurz zeigen, was ein sogenannter High-End-Scooter bei uns ist. Mit so einem High-End-Scooter hat man dann auch wirklich Spaß. Wenn man den Scooter im Park nutzen will, hat man auch richtig Spaß, wenn man auf der Straße fahren will. Weil oft kommen die Eltern hier rein und sagen, mein Sohn braucht keinen gescheiter Stuntscooter, weil er fährt damit eh nur auf der Straße. Denkfehler. Genau dann, wenn ich den Stuntscooter auf der Straße benutzen will, wo Unebenheiten ist, wo Erschütterung ist, dann brauche ich eine geile Technik. Eine geile Technik wie den hier. Ja, das ist ein Ton, so muss ich einen Stuntscooter anhören. Dann haben wir hier schöne 110er Wheels aus Aluminium, nicht aus Plastik. Wir haben eine Fork, eine Gabel, die ist schön dick. Umso dicker eine Gabel, habe ich ja erklärt, umso angenehmer der Fahrkomfort. Das Headset, was vorher eingelegt ist, ist hier integriert, innenliegend. Das Headset, ziemlich geil jetzt, dreht sich jetzt hier butterweich. Ja? Heißt auch, das Ding wird nicht mehr so schnell locker und nicht mehr so klepprig. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, die sogenannte Compression-Technik. Ich habe euch das vorher gezeigt mit diesen zwei Achtkantschrauben hier. Und das ist ja ein Problem, weil es ein Gewinde ist. Wir haben hier eine sogenannte IHC-Compression-Fork. Auch die kann locker werden, gar keine Frage, machen wir uns nichts vor. Darum hat die Drachengrube ja auch einen gratis Service. Wer bei uns einen Scooter kauft, wird bei uns ins Büchchen eingetragen.
Wir haben eine Werkstatt hier. Die Kids kommen zu uns rein. Wir ziehen kostenlos alles nach. Wir kürzen einen Lenker kostenlos in der Höhe, in der Breite. Alles, was die Kids in Zukunft bei uns kaufen, wenn das Scooter von uns ist, bauen wir kostenlos ein. Das heißt, die kommen hier rein, kaufen Wheels, wir montieren und so weiter. Zu Compression nochmal. Wenn die locker wird, macht man den Clamp auf. Die Klemme zieht den Lenker nach oben ab und muss jetzt nicht mehr wie mit einem 5 mm Imbus hier zudrehen, weil das Stückchen guckt raus und hier sitzt der Lenker drauf. Viel, viel langlebiger und viel einfacher zum Nachziehen. So, und dann, wie gesagt, so das ganze Setup stimmt einfach hier. Das ist jetzt zum Beispiel ein Scooter, der kostet bei uns 149,95. Da steckt alles drin, was ihr braucht zum Anfang. Einfach super, das macht Spaß. Und davon haben wir eine ganze, ganze Menge. Das war jetzt einfach mal die Grundtechnik des Scooters. Und in den nächsten Videos werden wir verschiedene Preisklassen vorstellen. Ihr wisst ja, ich gebe auch nochmal unten im Video an meine Handynummer. Meldet euch bitte einfach bei mir, per WhatsApp am liebsten oder ruft an. Ich berate euch, ich schicke euch Bilder zu, ich weiß genau, was haben wir auf Lager. Und dann sorgen wir dafür, dass der Scooter für euch, dass wir euch den zuschicken, dass wir den vorbeibringen oder hier reservieren für euch im Laden. Wir bringen den aufgebaut zu euch. Das würde uns freuen, wenn wir von euch hören. Dankeschön.